Ja, ich schaff das. Okay. Mitchell, du gehst mit 1. Nimm diese Drohnenausrüstung. Wir decken dich. Legen wir los. 2 Uhr. Werfer ist schwer gepanzert. Ihr müsst eine Zugangsluke finden und die Ladungen reinwerfen. Verstanden, Sir. Mitchell, mir nach. Okay, sorgen wir dafür, dass diese Männer nicht umsonst gestorben sind. Versuchen die Mission selbst abzuschließen. Weiter Feuer, Mitchell! Wir haben fast geschafft! Wir schaffen das! Mitchell, hier rüber! Die Ladung. Timer läuft jetzt. Scheiße! Mein Arm ist gebrochen! Tut scheiße weh! Los, zieh! Scheiße! Schäl dich nicht um den Timer! Noch einmal! Zieh! Wir heben ab! Du musst weg! Los! Mitchell! Wir haben keine Zeit! Du musst springen! Jetzt! Ist okay. Seh dich auf der anderen Seite. Mitchell! Mitchell! Spaceman, Badger 2 hat's erwischt. Ich brauche einen Rettungstransport. Einen Moment. Schön durchhalten. Alles wird gut. Wir bringen dich heim. Nach einem zweiten Tag heftiger Gefechte ist es den US Marines gelungen, die nordkoreanischen Streitkräfte aus Seoul zu vertreiben. Da bald eine weitere Division eintreffen soll, besteht große Hoffnung, dass die Region bald wieder Frieden und Stabilität erfahren wird. Wieso wird einer verschont und der andere nicht? Bis heute weiß ich keine Antwort. Aber der Tod holt uns alle. Irgendwann. Wenn in 4 Stunden mehr als 6000 Männer sterben, ist ein Todesfall nur noch eine Nummer. Ich wusste nur, dass mein bester Freund fort war. Ein Teil von mir wünschte, es hätte mich getroffen. Die Toten haben ihre Schuld beglichen. Jetzt sind die Lebenden an der Reihe. Wir verabschieden uns von Private William Robert Irons.
Es war meine Ehre, dass er unter meinem Kommando stand. Der Wert eines Lebens wird durch den Einfluss bestimmt, den es auf andere hatte. Daran gemessen war Private Irons einer unserer Besten. Er hinterlässt Familie, Freunde, Marines-Kollegen und eine dankbare Nation. Tut mir leid, Mitchell. Will war einer der Besten. Wir kümmern uns umeinander. Wenn du was brauchst... Verzeihung, Private Mitchell. Jonathan Irons, Wills Vater. Mr. Irons, es tut mir sehr leid, Sir. Das glaube ich, Sergeant. Private Mitchell, Sie waren Wills bester Freund. Sie haben beide einen zu hohen Preis für Ihr Land gezahlt. Es war eine schreckliche Tragödie, Sir. Das war nicht nur schrecklich, Sergeant. Es war auch unnötig. Junge... Ich biete Ihnen eine zweite Chance. Mr. Irons, Mitchell wurde entlassen mit seinen Verletzungen. Ich weiß von seinen Verletzungen, Sergeant. Bei Atlas haben wir Prothesen, die denen des Militärs 20 Jahre voraus sind. Will sagte mir, was für ein Soldat Sie sind. Sie sollten für ein Militär kämpfen, das ebenso effektiv wie Sie ist. Erwägen Sie es. Wills Tod sollte nicht umsonst sein. Sergeant? Okay, diesmal weiß jeder, was zu tun ist. In Position gehen. Zwei auf der Terrasse. Korrigiere, drei. Du bist dran, Mitchell. Schalte sie aus. Schalte sie aus. Hab noch einen. Zur Küche. Atlas 01, wir registrieren den Präsidenten. Medienraum Südflügel. Verstanden, Prophet. Wir sind drin. Mitchell, wirf eine Warngranate. Auf sie. Wir machen das leise. Stummladung bereit machen. An der Tür. Wir machen das leise. Stummladung bereit machen. An der Tür. Mr. President, wir sind ein Atlas-Rettungsteam. Können Sie sich authentifizieren? Aha. Zulu Tango. Okay, den Kopf unten halten und ganz nah bleiben. In Ordnung, Junge. Prophet, wir haben das Paket. Begeben uns zur Evakuierung. Verstanden, Atlas 01. Auf zur nördlichen Zugangsstraße. Verstanden. Registrieren Drohnen auf der hinteren Veranda. Lass sie vorbei. Feinde beim Pool. Ausschalten.
Mitchell, alles okay? Pool ist gesichert. Patrouille nähert sich. Runter! Nicht angreifen. Einfach vorbeilassen. Okay, weiter. Prophet, wir nähern uns der nördlichen Zugangsstraße. Wie ist der Evakuierungsstatus? Transporter kommt schnell rein. Ankunft in einer Minute. Wir müssen uns eingraben, bis unser Fahrzeug da ist. Haltet sie auf! Was zur Hölle ist mit deinem Arm los? Atlas 01, Evakuierung ist gleich da. Los, los! Da ist unser Gefährt! Mitchell, bring den Präsidenten rein! Schlampig, Mitchell. Du bist ein toter Mann. Zurücksetzen! Keine Entschuldigung für Ausrüstungsversagen. Die beste Waffe ist die zwischen deinen Ohren. Benutze sie. Simulation wird zurückgesetzt. Alle zurück auf Anfangsposition. Das war sein Arm, Sir. Ich wusste, es ist zu früh. Dieser Arm ist mir mehr wert als die gesamte Anlage. Wie geht's meinem Jungen? Wir arbeiten noch daran. Dann arbeitet weiter. Er ist ein toller Soldat. Wahrlich ein trauriger Tag, wenn das Militär keine Verwendung für gute Männer wie dich hat. Spring rein. Machen wir eine Tour. Joker, wir bringen Mitchell zur Forschung. Bereitet die Simulation für einen weiteren Durchlauf vor. Okay, Boss. Du siehst hier fortschrittliche Kriegsführung. Atlas hat das größte stehende Militär der Welt. Aber wir unterstehen keinem Land. Im Gegensatz zur Regierung zeigen wir offen, wozu wir fähig sind. Wir verkaufen keine Politik, sondern Macht. Wir sind eine käufliche Supermacht. Macht bedeutet nicht nur die Fähigkeit zu zerstören. Atlas hat Infrastruktur an Orten gebaut wie Korea, Sierra Leone und Nigeria. Wir schaffen in ein paar Jahren, wozu Regierungen Jahrzehnte brauchen. In Wahrheit sind wir oft effektiver als die Regierungen, die uns beauftragen. Wie man so auf schmerzliche Art erfahren hat. Mitchell, ich weiß, du machst das nicht für Geld. Daran erinnerst du mich sehr an Will. Jetzt reparieren wir den Arm.